Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf das erste Advents-Special von Brutale Ente und von Inventory of Fun. Ich glaube, Inventory of Fun hatten wir letztes Jahr auch den YouTube-Kacke-Adventskalender gemacht. Ich glaube, dieses Jahr kommt keiner, ich habe auf jeden Fall keinen gesehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da irgendjemanden kennt, irgendeinen Creator, der gut ist, gute Videos macht und einen Adventskalender macht. Ich glaube, dass hier von Brutale Ente und Inventory of Fun wir nur immer zum Advent ein Video sehen werden, also 4 Videos, dennoch sehr, sehr stark. Ich bin sehr gespannt. Die Videos beide relativ kurz, deswegen schauen wir heute in beide rein. Ich habe Stefan dabei. Let's go als erstes in das Video von Brutale Ente. Die Adolf-Hitler-Straße 88 in Klöten. Zwar's. Raus hier! Wir treffen Karin Ritter in der Obdachlosen. Das ist schon wieder in diesen wenigen Sekunden passiert, das ist schon wieder so verstörend für den ganzen Tag einfach. Unterkunft. Hier lebt Osama Bin Laden, Schwasti, Non und Christopher. Christopher und ich, wir haben eine Mieterhöhung gekriegt. Ich darf jetzt für meine Wohnung 36 Euro bezahlen. Wie viel haben Sie vorher bezahlt? Die Baumwasserbrücke. Das gibt eine Anzeige. Wir haben hier schon Stress gehabt mit dem ersten Neger vor der Tür. Den habe ich der Fresse gehauen und dann habe ich ihn zwar ohne dritten und dann ist mir jetzt die Abschlung. Digga, was ist denn hier schon wieder los, Alter? Nee, diese Inneneinrichtung, da wird mir wirklich Kopfschmerzen, ohne Scheiß. Genau das dachte ich mir auch. Ich bin schon so abgelenkt, allein nur wegen der ganzen Inneneinrichtung, ja. Wegen den Kissen im Hintergrund, wegen diesen Bildern, die bis zur Decke voll sind. Junge, es langt doch einfach. Ein bisschen dezenter dekorieren, langt doch, ey. Ich check's auch gar nicht. Oder anstatt immer nur Löcher in die Wand zu machen, kann man sich auch mal ein Display holen, ja? Apropos Display, mein neuer. Ach nein, Kleiner. Kleiner Spaß. Oh Mann, ey, kleiner Spaß. Das war's. Okay. Der jüngste Sohn von Karin Ritter ist zurückgeblieben und schreit Heil Hitler. So sah die Wohnung ehemaliger Kanaken aus, nachdem die Tatra-Brüder darin 1945 gekackt hatten. 13 Jahre später, lol. Sonst würde das der ganze Bumser hinter ihm. Was passiert hier gerade? Mein Herr. Aber Part 2 bei Ameisenigel. Hat Ameisenigel schon ein Video? Warte mal, da. Dem Ganzen, den gehen wir jetzt auf die Spur. Nein, wenn, dann erkenne ich es nicht als zweiten Teil. Ich denke mal, dann kommt das wahrscheinlich nächsten Sonntag raus. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal bei Inventory of Fun vorbei. Hallo alle zusammen. Hallo Weihnachtsmann. Wart ihr denn alle brav? Ja. Realitätsnah. Habt ihr immer eure Zimmer schön aufgeräumt? Ja. Detailgetreu. Und du? Natürlich. Ereignisreich. Nein. Was soll das? Ich verstehe das auch nicht ganz. Ich auch nicht. Dann sagt mal, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Egal. Ein Helikopter. Einen Zauber. Hamburger. Ein kein Spielzeugzug, ein richtiger Zug. Really? Waren das denn alle? Wir waren noch nicht dran. Wie heißt du denn? Ich bin ein Spast. Wir kennen uns doch schon. Ah ja. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ziehen Sie sich einfach aus, bitte. Wow. Okay. I don't know. Für mich dasselbe, bitte. Ja, sehr schön. Du weißt doch hoffentlich noch, wo ich wohne, oder? Oh ja. Wiedersehen, Weihnachtsmann. Vergesst nicht, mir etwas hinzustellen. Und einen Saft. Wissen wir schon. Und Möhrenparfüm. Für die Rentiere. Och Mann, wieso denn? Möhrenparfüm, Alter. Und das ist der Auftritt von Jeremy Fragrance. Grüße, Freunde. Jeremy Fragrance hier. Ho, ho, ho. Peppa und ihre Familie fahren Goldie um. Papa, warum haben wir denn nicht Schorsch umgebracht? Wir sind Weihnachten, spastisch. Aber dann weiß der Weihnachtsmann nicht, wo Schorsch ist. Keine Sorge, Peppa. Der Weihnachtsmann weiß immer alles. Walla Krise, allen hilfst du ihn hoch, aber selbst bleibst du liegen. Da kommt Frau Mummels Busbus und hält vor Peppas Haus.
Du meine Güte, wie haben Sie das geschafft bei dem ganzen Schnee? Mit meinem großen Schneepflug. Ein Schneepflug räumt Kasten aus dem Weg. Ich glaube, ich brauche auch so einen. Ich brauche so einen. Ich glaube, wir brauchen alle so einen. Ja. True. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Alle Freunde von Peppa fahren auch mit. Nächster Halt. Halt die Fresse. Oh Mann, ey. Ja, das ist also das Video von Inventory of Fun. Schaut also da auf jeden Fall vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das war's mit dem ersten Advent. Zum zweiten Advent gucken wir da mal wieder vorbei und schauen, was es da für neue Schätze zu sehen gibt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abonnement und einen Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal noch rein. Ciao.